Das wird für Österreich wahrscheinlich dann kein Platz unter den besten dreimal fürs erste Werk. Jetzt gab es doch, der hier ganz befreit ans Werk gehen kann, hat er gestern schon gezeigt mit seinem Sieg. Siehst du, wo der hinfliegt, weil er ganz hoch ist. Und das ist jetzt in die 250 Meter Region gegangen. Die letzte Markierung, der letzte Strich über den Hang. Da kurz davor kam er zur Landung, wenn ich es richtig gesehen habe. 248,5 Meter. Wieder mit allem, was man braucht, ausgestattet da runtergekommen. Er ist pünktlich und dann ist er fast unschlagbar. Was man bei ihm sehr gut sieht, diese Kopfhaltung. Er macht sich oben schön rund, lässt den Wind drüber streichen. Und er hatte, man sah das schon vor dem Sprung, unten auch wirklich hervorragende Verhältnisse und ist da in einer stabilen Position und kann eigentlich fliegen, bis der Hang oder die Ebene ihm begegnet. Wow. Ja, so fliegst du, wenn du es kannst. Das allerletzte Feld aus Reisigzweigen ist das da gestaltet. Das ist schon der Weltrekordbereich. Da fuhr er dann ganz schnell drüber noch. Das wären 255 Meter.